Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier ein paar Worte sagen darf. Ich habe ein Thema mitgebracht, das mich persönlich im Moment beschäftigt, das ich bedrohlich finde, das mir Angst macht, wo es um Frieden und Demokratie geht. Und zwar geht es um den Parlamentsvorbehalt. Parlamentsvorbehalt, was ist das? Das bedeutet, dass der Deutsche Bundestag das letzte Wort hat, wenn es darum geht, dass die Bundeswehr eingesetzt wird. Und dieser Parlamentsvorbehalt ist gerade in Gefahr. Auf Anstoßen der Großen Koalition wurde eine Kommission eingesetzt, die trägt einen ganz komplizierten Namen. Den kann ich gar nicht auswendig, den lese ich mal ab. Sie heißt Kommission zur Überprüfung und Sicherung der Parlamentsrechte bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und wie das manchmal in der Lebensmittelindustrie ist, im Vorderschinken ist kein Schinken, im Erdbeerjoghurt sind keine Erdbeeren, sondern Aroma und Farbstoffe, so ist es auch mit dieser Kommission. Es geht im Prinzip darum, diesen Parlamentsvorbehalt praktisch abzuschaffen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Bundeswehr leichter, NATO-gesteuerter, das heißt fremdgesteuerter, eingesetzt werden kann. Und diese Tatsache finde ich sehr gefährlich in Angesicht der Tatsache, dass viele wichtige deutsche Politiker zurzeit andeuten, dass Deutschland eine wichtigere Rolle in den Konflikten der Welt spielen soll. Ich habe zu diesem Thema eine Online-Petition verfasst. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert und eure Stimme dafür geben wollt oder mehr dazu lesen, mehr dazu wissen wollt, dann guckt doch mal auf Open Petition vorbei. Open Petition. Und wenn ihr dort Parlamentsvorbehalt eingibt in das Suchfenster, werdet ihr das bestimmt finden. Vielen Dank.